Hallihallo, hallöle ihr Lieben. In unserem heutigen Quick and Dirty Verkostungsvideo hier im Whisky Hort in Oberhausen haben wir uns einen irischen Whisky ausgesucht, Hinch. Und das Schöne ist, der hat eine explizite Altersangabe, der ist 12 Jahre alt, kommt aus einem Amarone-Fass, zumindest hat er da eine kurze Zeit lang zum Ende seiner Fassreifung drin gelesen. Ist also gefinisht im Amarone-Glas, um es ganz klar auszudrücken. Und ja, ihr seht schon, die Flasche ist fast leer. Oh, das wird sehr knapp, Massa. Du hast den ausgiebig auf der Messe probiert, du kriegst diesmal ein bisschen wenig. Wir haben den unlängst, letzte Woche, glaube ich, letzte Woche war es, auf dem Feierabendmarkt im Tasting gehabt. Da hatten wir irische Whiskys, weil es auf dem Feierabendmarkt auch irische Musik gab. Und der kam durch die Bank bei den Kunden richtig gut an. Da waren auch einige, nachdem sie das Tasting durch hatten, die den nochmal nachprobiert haben oder die ihn einem Bekannten empfohlen haben. Und das sorgte für diesen Füllstand, der sich jetzt gerade erledigt hat. Da ist nämlich kein Füllstand mehr drin. Mir persönlich, sage ich jetzt schon vor dem eigentlichen Tasting, war er ein bisschen zu weich, zu glatt. Von daher bin ich gespannt, ob ich den Eindruck heute auch nochmal habe. Oder ob ihm die Woche an der Luft in der geöffneten Flasche jetzt vielleicht sogar ganz gut getan hat. Ich bin selbst gespannt. Wir wollen mal. Schöne Grundnote, eine Mischung aus Malz und den Früchten, die für Amarone so typische, so häufig anzutreffende Kirsche, kann ich jetzt nicht sofort ausmachen. Rote Früchte, ja, aber es hat für mich ein bisschen mehr was Beeriges. Kirsche eher im Hintergrund. Ein bisschen Rohrzucker mit dabei, der für Süße sorgt. Sehr angenehm in der Nase, kein Prickeln, kein Brennen, sind ja auch nur in Anführungszeichen 46%, sorgt dadurch aber schon für recht gehaltvolle, recht deutlich wahrnehmbare Aromen. Macht auf jeden Fall durchaus Appetit, den mal zu probieren. In diesem Sinne, Slange. Der ist schon wirklich recht weich, mild, der dreifachen Destillation sicherlich geschuldet, aber er hat gegenüber dem Öffnen in der letzten Woche auch ein bisschen an Charakter gewonnen. Ist nicht mehr ganz so glatt, rund und weich, hat so ein bisschen Charakter gewonnen. Scharf, beißend, spitz, das wäre alles zu viel. Aber es ist halt nicht mehr so ganz, ich sag mal, so ein Creme-Likör oder sowas. Wenn man sich den auf die Zunge gibt, das rollt so richtig darüber. Das ist jetzt schon ein bisschen kantiger, um in dem Bild zu bleiben. Nicht mehr ganz so weich, aber immer noch sehr, sehr mild, sehr angenehm, sehr schön. Und ich gebe zu, er gefällt mir besser als letzte Woche. Kirschen sind hier im Geschmack etwas deutlicher, kommen ein bisschen mehr zur Geltung.
Insgesamt der Eindruck noch etwas fruchtiger als in der Nase. Also diese malzige Note, die ich gerade beim Verriechen hatte, das ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten. Auch der Rohrzucker nicht mehr ganz so präsent. Dafür haben die Früchte gewonnen, was dem Malt insgesamt recht gut tut. Schönes Ding, der wirklich sehr gefällig zum Trinken ist, sehr, sehr angenehm. Und ja, probiert's mal, würde ich sagen. 72,90 und die Flasche ist euer. Wie gesagt, mit Altersangabe 12 Jahre sind nicht so viele Iren. Da gibt es doch durchaus einige, die ohne Altersangabe oder deutlich jünger daherkommen. Von daher ist das sehr schön, dass dieser eine hat, denn man merkt es auch deutlich. Im Vergleich auch zu anderen Hinge-Abfüllungen, die ich schon im Glas hatte, der hat dazu gewonnen durch das Alter. Sehr schön soweit. Lasst es euch gut gehen. Genießt auch irgendwas Feines im Glas. Habt Spaß damit und beim nächsten Mal schauen wir mal weiter. Bis denn. Ciao, ciao.